So, hallöchen und herzlich willkommen. Ich bin ein bisschen früher als sonst, weil ich heute alleine bin und habe mir jetzt deshalb überlegt, dass wir wieder eine Viertelstunde laufen und dann gehen wir volle Wäsche nochmal Boden. Das war gestern so gut. Sabrina hat deutlich verloren. Ich habe gestern nach den zweimal Bodenübungen fast ein Kilo weniger gehabt. Das war dann am nächsten Morgen wieder mehr, aber ich habe trotzdem das, was ich die Woche über zugenommen habe, war einfach weg. Das habe ich gedacht, ey, ich bin alleine, ich kann einfach nochmal und ich kann nochmal mehr laufen, ich kann nochmal mehr Beine machen. Also, und das Video werde ich dann auch hochladen auf YouTube und Instagram und so, dass man das nachmachen kann bei Bedarf, wenn dann die 30 Tage Ringfit rum sind. Also wir fangen an mit der Sausesportbrücke. Das sind 1,5 Kilometer laufen. Dann machen wir der Trainer ihren Turm, dann die Fabrik und nochmal 1,5 Kilometer laufen. Sollte ungefähr bis um 7 dauern. Es geht los. Ich hoffe, dass mein Beingurt passt von den Kalorien her, sonst wäre es schade. Aber egal, wir wissen ja, dass wir gestern damit 300 Kalorien hatten. Heute sollten es eigentlich 320 sein. Ja, sieht gut aus. Ungefähr 25 Kalorien sollte ein Durchgang sein von der Sausesportbrücke. Und 20 der Turm. Die Woche war Sixpack-mäßig wenig erfolgreich. Ich habe vorhin gesehen im Fitnessstudio, also ich habe ein bisschen mehr, ein bisschen straffer noch bei den oberen Sixpack, beim oberen Teil, aber beim unteren Teil ist deutlich weniger wieder. Liegt an den fehlenden Sit-Ups, die ich wegen meinem kaputten Arsch nicht machen kann. Ich habe jetzt ein Heben im Fitnessstudio erhöht auf 50, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Auch ein Grund, warum wir heute nochmal Boden machen. Ja, kommt ungefähr hin. Mit 25. Das kann so bleiben. Und auf geht's. Hallo Melanie. Großartig.
Wie geht's dir denn so? So, bei Fabrik bin ich nicht ganz sicher, was die da ist. Dann mal los. Weiter so. Hervorragend. Das kommen auf 75 Kalorien dann für das Aufwärmen. Das ist gut. Und auf. Hallöchen! So, 15 Kalorien noch, dann beginnt das eigentliche Training. Bleibt doch jetzt mal dran.
So, dann herzlich willkommen zum Freitagstraining. Wir machen heute nochmal Doppelboden, weil es gestern so viel gebracht hat. Und ich motiviert bin alleine heute. Ihr braucht, wenn ihr mittrainieren wollt, nicht Ring Fit haben. Ihr könnt euch im Discounter so einen Fake Ring kaufen. Der kostet, also ich habe 5 Euro bezahlt. Wenn er nicht im Angebot ist, kostet er 10. Ist ein bisschen härter als Ringfit mit dem Ring. Aber je härter, je besser. Wissen wir ja. So, wir gehen wie gesagt auf den Boden. So. Zack. Und fangen an. Diesmal nicht mit Bergsteiger und Armstütz, sondern mit Bein anziehen. So, Isomatte noch gehen. So. Alles schön bearbeitet für heute. Bitte achte stets auf die richtige Haltung. Es geht los. Soll ich heute auf keinen Rücksicht nehmen. Und? So. Bein anziehen. Und los geht's. Eine gute Übung, auch für die Beinmuskeln. Super! Spitzenklasse! Gut! Spitze! Schön! Spitze! Ganz toll! Genau! Du bist spitze! Wunderbar! Superklasse! Superklasse! Okay! Weiter so! Toll! Jawohl! Noch 5! Mittlerweile konnten wir eigentlich wirklich 20 einstellen. Also ich gerade bei dem ersten bin ich von 16 noch nicht geöffnet. Noch 3! Nächster Woche jetzt auch hart. War nicht euch vor, weil das die letzte Woche ist. Okay. Also die 3. Nachholtage. Noch einmal. Okay. Und die werden richtig zum Kotzen. Hasse ich mich jetzt schon für. So. Hinheben im Sitzen. Arme hoch, runter, runter, hoch, runter, senken, hoch. Und Bauch anspannen dabei. Heben, senken, heben, senken, versuchen heben, ein bisschen senken, nach hinten. Heben, senken, heben, soweit ihr könnt. Ohne dass ihr umkippt. Spüre die Rumpfmuskulatur. Noch 30. Heben. Ihr merkt, wenn ihr nach hinten geht, geht es mehr auf die Bauchmuskeln. Senken. Was ja unser Ziel ist. Senken. Von den 30 Tage Training. Heben. Senken. Heben. Senken. Heben. Senken. Heben. Senken. Wenn ihr stattdessen 10. als Ziel mehr Gewichtsabnahme habt, heben, dann ersetzt ein paar von den Bodenübungen heben, mit auf der Stelle joggen. Toll gemacht. Das verbraucht mehr Kalorien. Aber dafür geht es weniger auf den Bauch. So, Beinheben. Beinheben. Und los geht's. Das spricht die Bauchmuskeln an. Okay. Fantastisch. Da habe ich jetzt schon 20 eingestellt. Super. Spitzenklasse. Wunderbar. Super! Gut! Super klasse! Toll! Perfekt! Jawohl! Spitze! Spitze! Okay! Ziel ist nämlich, dass da unsere Beine anfangen zu zittern, weil wir so angestrengt sind. Solange die Beine nicht zittern, sind wir zu schwach. Superklasse! Gut so! Schön. Das ist der Kevin, ich sehe es von so weit nicht. Kevin, wenn du es bist, schön, dass du da bist. Prima!
Klasse. Noch drei. Okay. Super toll. Wunderbar. Noch einmal. Gut so. Toll gemacht. Ja, ist der Kevin. Was schreibt er denn? Wünsche einen schönen guten Abend. Wünsche ich dir auch, Kevin. Russian Twist. Habt's schon gegessen? Habt's eigentlich Hotel oder habt's Ferienwohnung? Schön drehen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Nicht zu weit nach hinten lehnen. Noch 30. Rechts, links, rechts. Hälfte geschafft. Links, rechts, links. Noch 20. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Noch 10. Links, rechts, links, rechts. Noch 5. Links, rechts, links. Toll gemacht. Haus von der Tante ist mit Pool. Cool. Die hatten ein Haus da unten. Das ist schlecht. Beine hoch und runter. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Fühl den Rhythmus. Links, rechts. Links, rechts, links. Hälfte geschafft. Noch 20. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Noch 10. Rechts, links, rechts, links. Noch 5. Rechts, links, rechts. Toll gemacht. Bergsteiger. Schwungvolle Bewegungen. Links, rechts, 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 links. Die Knie direkt bis zur Brust. Schwungvolle Bewegungen. Rechts, links, Hälfte geschafft. Rechts, links, rechts, noch 20. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, noch 10. Rechts, links, rechts, links, noch 5. Links, rechts, links, rechts. Toll gemacht. Armstütz. Und los. Eine Übung für den Rücken. Genau. Super. Ganz toll. Gut so. Wunderbar. Fantastisch. Schön. Super toll. Prima. Perfekt. Okay. Noch 10. Jawohl. Spitzenklasse. Noch 5. Prima. Super klasse. Okay. Noch 3.
Okay. Spitze. Noch einmal. Toll. Toll gemacht. So, was haben wir jetzt? Hüftheben. Sehr schön. Hüftheben. Und los geht's. Mit Schultern und Knie auf eine Linie. Schön. Fantastisch. Super klasse. Super toll. Gut. Du bist spitze. Okay. Versuch dabei den Arsch anzuspannen ein bisschen. Eigentlich über die ganze Übung hinweg. Und die Zehenspitzen zeigen nach oben. Spitze. Weiter so. Okay. Und Bauch anspannen. Und so weit hoch wie es geht. Ganz toll. Gerade Linie im Idealfall. Und Knien zur Nase. Okay. Gut so. Wunderbar. Elegant. Genau. Noch fünf. Wunderbar. Super toll. Noch drei. Toll. Spitzenklasse. Genau. Weiter so. Noch einmal. Okay. Toll gemacht. So, Beinschere. Beine kreuzen und fest zusammen. One, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one. Bei dieser Übung die Knie leicht beugen. One, two, one, two, one. Hälfte geschafft. 2, 1, 2, noch 20. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, noch 10. 2, 1, 2, 1, noch 5. 2, 1, 2, toll gemacht. So, Schenkelpresse noch. Schenkelpresse. Dann geht's erstmal kurz wieder nach oben. Und los. Das geht in die Beine. Schön. Spitzenklasse. Ganz toll. Toll. Okay. Du bist spitze. Okay. Perfekt. Spitze. Gut so. Okay. Super. Okay. Noch fünf.
Prima. Wunderbar. Noch drei. Genau. Weiter so. Super klasse. Super klasse. Noch einmal. Toll gemacht. So, Zeit, um was zu trinken. Das statische Stretching beginnt. Den Ringhorn brauchst du nicht. Höre stets auf deinen Körper und dehne dich nur, soweit du kannst. Stehe breiter, hebe die Arme und fasse das linke Handgelenk. Ziehe leicht an dem Gelenk und beuge dich nach rechts, um die Seite zu dehnen. Nun zurück, die Hand wechseln und zur anderen Seite beugen. So, jetzt geht's zurück nach oben, also wir sind jetzt schon oben quasi. Nochmal wieder 20, 25 Kalorien und 20 Kalorien machen. Dann drei Armübungen. Na, ich muss die Kamera noch hoch machen. Dann wieder einmal rennen, dann ein bisschen Cardio, Beine und nochmal laufen und dann wieder zurück auf den Boden. Und dann sind wir noch lange nicht fertig, weil dann haben wir nochmal eine Übung. So, also, wenn ihr getrunken habt, dann könnt ihr loslaufen. Oh. Bitte achte stets auf die richtige Haltung. Es geht los. Und... und los geht's. Jawohl. So, jetzt ein bisschen schneller werden. So schnell wie ihr könnt. Los geht's! Thank you.
Je tiefer du in die Hocke gehst, desto höher springst du. Sehr schön. So, jetzt Abwärtspresse, Nackenpresse und Überkopfpresse. Abwärtspresse. Und los geht's. Beim Drücken auch mit der Brust arbeiten. Jawohl. Da oben müsst ihr es spüren beim Drücken. Es muss heiß werden. Okay. Super toll. Prima. Alternativ, wenn ihr noch ein anderes Training haben wollt, könnt ihr auch einfach oben drücken, dann geht es noch mehr auf die Brust. Okay. Super. Ganz toll. Okay. Elegant. Genau. Fantastisch. Schön. Super klasse. Super klasse. Okay. Noch fünf. Aber dafür haben wir später noch Übungen. Spitzenklasse. Super. Noch drei. Spitze. Gut so. Gut. Noch einmal. Gut so. Tadellos. So, Nackenpresse. So weit nach hinten. Wie ihr könnt, hinten runter. Und los geht's. Beim Einatmen den Ringkorb lockern. Super. Gut so. Genau. Weiter so. Toll. Ziel ist es, dass ihr es hier spürt und in der Schulter. Jawohl. Perfekt. Okay. Ist gut für eure Stabilität. Oh, was Bubble-Arme da. Super. Super klasse. Du bist spitze. Schön. Super klasse. Super klasse. Fantastisch. Ganz toll. Spitzenklasse. Prima. Noch fünf. Okay. Spitze. Noch drei. Okay. Spitze. Wunderbar. Super toll. Noch einmal. Toll. Tadellos. So. Überkopfpresse. Kinn gerade. Überkopfpresse. Hände so weit hoch wie geht, wie sie gehen. Und los. Und dann drücken. Das Richtige für die Oberarme. Okay. Gut. Sollte euch am Bizeps und am Trizeps Schmerzen bereiten. Grundsätzlich. Spitze. Und natürlich in der Schulter, weil ihr die Arme hochhebt. Und das wird dann irgendwann unangenehm. Weiter
Deswegen beeilen wir uns. Okay. Super. Kopf auch nicht in den Nacken geben. Versuchen, jawohl, gerade zu halten. Spitze. Ist schwer. Ganz toll. Du bist spitze. Hälfte haben wir. Bald. Gut. Noch zwei, dann haben wir die Hälfte. Toll. Super toll. Schön. Spitzenklasse. Genau. Superklasse. Noch fünf. Super. Okay. Noch drei. Wunderbar. Elegant. Superklasse. Noch einmal. Okay. Tadellos. So. Bisschen lockern die Arme. Und noch ein bisschen für die Beine, ein wenig laufen. Los geht's. Ah, haben wir gut gemacht. Jetzt machen wir 100 Mal Seitschritt mit Heben. Ihr macht durch. Ich muss leider kurz warten, sonst kalibriert sich der Scheiß dann nicht. Schwungvolle Bewegungen. Möglichst große Schritte, möglichst die Beine gerade lassen. Noch 30. 1, 2, 1, 2. Hälfte geschafft. 1, 2, 1. Noch 20. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Noch 10. 2, 1, 2, 1. Noch 5. 2, 1, 2, 1. Sehr gut. Weiter so. Seitschritt mit Heben. Schwungvolle Bewegungen. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Die Beine schön seitlich spreizen. Two. Noch 30. 1, 2, 1. Hälfte geschafft. 2, 1, 2, 1. Noch 20. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Noch 10. 2, 1, 2, 1. Noch 5. 2, 1, 2, 1. Das war klasse. So, und für unsere Muskeln hier, Überkopf-Seitbeuge. Und los geht's. Beim Armheben unteren Rücken gerade. Super. Super klasse. Ganz toll. Weiter so. Toll. Genau.
ist spitze. Superklasse. Eleganz. Jawohl. Super. Okay. Spitze. Okay. Perfekt. Prima. Super toll. Prima. Wunderbar. Fantastisch. Gut. Schön. Noch fünf. Gut. Weiter so. Okay. Noch drei. Okay. Toll. Noch einmal. Gut so. Tadellos. So. Genieß deinen Stopp Hatzenbach, weil du machst jetzt wieder runter. Dann mal los. So. Euren Ring an den Bauch drücken und mit den Bauchmuskeln dagegen. Und von oben auch dagegen. Bauchmuskeln immer noch anspannen. Schieß auf das Windrad. Sehr schön. Und wieder laufen. Und wieder anpressen. Oh, so.
Und in die Hocke. Und in die Hocke. Was denn jetzt? Super. Ah, oh, das ist nicht schon das Ziel. Gut gemacht. So, und warten, bis wir 215 haben. Aber das geht schnell. Eine Kalorie noch. Und hoch. Abschluss! Das statische Stretching beginnt. Den Ringkorn braucht. So. Na, war doch gut. 96 Kalorien ist ordentlich. So. Gut. Trink mal was und dann geht's wieder auf den Boden. Verschnauft noch 10 Sekunden. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und runter auf die Knie. Da ist der Hannes. Die richtige Haltung. Es geht los. Schalt den Greenscreen aus. Hebe die Knie abwechselnd zum Ringkorn. Bewege die Knie eher nach oben statt nach vorn. Letztes Mal. Okay, gut. Nun heben wir die Fußknöchel nach oben. Hebe die Innenseite des Knöchels zum Ringkorn. Das Knie schön weit nach außen. Aber weiß gar nicht, wo ich das machen muss, Hannes. Mal. Okay, weiß gut. Drauf. Bin ich durchsichtig oder was? Als nächstes dehnen wir den Rücken. Mache einen tiefen Ausfallschritt nach vorn. Nein, doch gut. Atme beim... Muss ich später beim nächsten Mal schauen, Hannes. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den Greenscreen auf die Schnelle ausdrücke. Aber da kann er ja gleich seinen Ringkorn sich schnappen und mitmachen. Du bist spitze!
toll. Schön. Spitze. Spitze. Super klasse. Genau. Super klasse. Okay. Super. Noch 5. Toll. Perfekt. Gut. Noch 3. Prima. Gut so. Wunderbar. Super toll. Noch einmal. Okay. Toll gemacht. Kann ich mich lesen? Bein anziehen. Teilweise. Ah, okay. Wahrscheinlich die Mütze. So, das kam, glaube ich, am Spitz. Na, erstmal nochmal 100 Beinschere. Beinschere. Scheren. Beine kreuzen und fest zusammen. One, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one. Das trainiert deinen Bauch. Two. Noch 30. Beinschere. Beine kreuzen und fest zusammen. One, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one. Bei dieser Übung die Knie leicht beugen. One, two, one, two, one. Hälfte geschafft. Und los geht's. Eine Übung für echte Kämpfer. Toll. Du bist spitze. Schön. Fantastisch. Super. Elegant. Wunderbar. Noch 10.
Jawohl! Weiter so! Okay! Spitze! Superklasse! Super toll! Prima! Perfekt! Noch fünf! Gut! Spitzenklasse! Gut! Noch drei! Ganz toll! Superklasse! Okay! Super! Noch einmal! Okay! Toll gemacht! Russian Twist! Schön drehen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Nicht zu weit nach hinten lehnen. Noch 30. Rechts, links, rechts. Hälfte geschafft. Links, rechts, links. Noch 20. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Links, noch 10, links, rechts, links, rechts, noch 5, links, rechts, links, toll gemacht. Kurz war besser als beim ersten Durchgang auf jeden Fall. Ringheben im Sitzen. Oh, runter, hoch, runter, hoch. Noch 30. Heben, senken, heben. Hälfte geschafft. Senken, heben, senken. Noch 20. Heben, senken, heben, senken, heben, senken, heben, senken. Noch 10. Heben, senken, heben. Noch 5. Senken, heben, senken. Toll gemacht. Beinheben. Beinheben war Kerze. Und los. Beim Senken der Beine einatmen. Genau. Perfekt. Spitze. Superklasse. Toll. Spitze. Okay. Okay, noch 5. Schön. Spitzenklasse. Okay, noch 3. Gut. Gut so. Jawohl. Noch einmal. Okay, toll gemacht. Bein anziehen. Und los. Achtung, Knie nicht zu weit ausstrecken. Spitze. Super toll. Toll. Du bist spitze. Jawohl. Wunderbar. Spitze. Gut. Noch 5. Schön. Spitzenklasse. Prima. Noch 3. Okay. Okay. Noch einmal. Gut so. Toll gemacht. So, und nochmal Beinschere. Beinschere. Weil es so schön war.
Übung. 2, 1, 2, 1. Hälfte geschafft. 2, 1, 2. Noch 20. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Noch 10. 2, 1, 2, 1. Noch 5. 2, 1, 2. Toll gemacht. Das statische Stretching beginnt. Den Ringhorn brauchst du nicht. Höre stets auf deinen Körper und dehne dich nur, soweit du kannst. So, sagt die Uhr. 12 Minuten haben wir noch. Bitte achte stets auf die Haltung. So, jetzt mach mal. Es geht los. Und wieder abwärtspresse, aber diesmal als Brustpresse. Abwärtspresse. Und los geht's. Beim Drücken auf Beine anspannen. Superklasse. Spitzenklasse. Gut. Super. Toll. Okay. Spitze. Spitze. Gut so. Super. Super toll. Okay. Elegant. Schön. Okay. Weiter so. Ganz toll. Wunderbar. Perfekt. Prima. Du bist spitze. Jawohl. Super klasse. Okay. Fantastisch. Genau. Noch 5. Okay. Super klasse. Noch 3. Okay. Okay. Spitzenklasse. Noch einmal. Gut so. Hallöchen. Wer kommt denn da? Der Finn? Der Finn. Kevin, jetzt weg. What? Was? Martin ist schon wieder mit da. War der gestern Abend noch mal da? Was ist mit dem Vogel? Runter und die Knie nicht zu weit vor. Drücke den Plus-Knopf. Okay, da geht's gar nichts. Ah, jetzt habe ich das Falsche gemacht. Ich wollte das springen. Naja. Gut, aber wir haben eh eine Stunde rum. So. Naja, 250 Kalorien Training dann. So. Dann laufen wir jetzt noch die Sausensportbrücke. Bitte achte stets auf die richtige und die Sprungschnellen. Dann haben wir 8 Minuten, das geht sich genau aus. Dann mal los! Nach dem Duschen komme ich dann in Discord und das schaue ich. Alles steht Kopf 2. Prima. Bitte? Na, die schaust du im Kino.
Morgen mit Fitnessstudio. Wie steht es beim Österreich-Spiel? Okay. 1-2. Okay. Hallo Dagmar. Und laufen. Okay, gut. So, da wir auf keinen Fall 10 Kalorien mehr schaffen, müssen wir jetzt noch ins nächste Level. Für ein paar Minuten. Für ein paar Sekunden. Und los geht's! Was sagt die Uhr? 3 Minuten haben wir noch. Noch ein bisschen See kommen wir noch. Perfekt. Na, Feierabend jetzt, genau 300 Kalorien. Genau, ist so viel wie gestern. Dann mal los. Ja.
Mike, tut mir leid, dass du zu spät bist. Feierabend für heute. Also 300 Kalorien haben wir gemacht. Ich lade das jetzt dann auf Instagram morgen hoch und auf Facebook. Da könnt ihr das anschauen, wenn ihr nach dem Sommer, wenn ihr euch für den Winter fit machen wollt. Wenn ihr das zweimal die Woche macht, reicht es absolut. Vielleicht dreimal die Woche. Ja, im September schon.